Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungswochen diskutieren wir über die Frage, wie wir Kinderarmut bekämpfen können, wie wir gegen Kinderarmut gut vorgehen können. Letzte Woche auf Initiative meiner Fraktion, diese Woche auf Initiative der Linken. Ich finde das sehr angemessen, denn Kinderarmut ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft und die Bekämpfung von Kinderarmut ist leider eine Leerstelle dieser Bundesregierung. Ich finde, das muss sich dringend ändern. Wir müssen Kinderarmut endlich konsequent beseitigen und wir müssen Familien endlich gerecht unterstützen. Und das hat, lieber Herr Weinberg, nichts mit der Alleinverantwortung des Staates zu tun. Ich finde, das ist ein ideologischer Vorwurf. Das ist wirklich Unsinn. Wir müssen diese Herausforderung jetzt konkret angehen. Und ich finde, Ihre Rede hat doch sehr gut gezeigt, dass Sie sich vor den konkreten Problemen wegdrücken. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, unser Land ist ein Land mit zwei Gesichtern. Die Kanzlerin ist eben schon zitiert worden, das wollte ich auch tun. Sie hat gesagt, Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Und im Durchschnitt mag das ja auch stimmen. Aber ein erheblicher Teil der Menschen, auf einen erheblichen Teil der Menschen trifft das eben gerade nicht zu. Und rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind arm. Diese Zahl ist auch schon genannt worden. Was heißt das in einem reichen Land wie unserem? Das heißt für viele eben ohne Frühstück in die Schule. Es heißt keine Musikschule, kein Kino und von Urlaub ganz zu schweigen. Und es heißt eben im Kern, nicht teilhaben zu können an unserer Gesellschaft, an einem ganz normalen Leben. Es heißt, nicht dazuzugehören. Und das, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dürfen wir doch nicht akzeptieren. Und die Kinder, die wissen das eben auch. Ja? World Vision hat für seinen Kinderreport 6- bis 11-Jährige befragt, die zu diesem genannten Fünftel der Gesellschaft gehören. 6-Jährige, 7-Jährige in unserer Gesellschaft sagen über sich selber, sie gehören nicht dazu. Und sie sagen auch, sie haben keine Chance für ihre Zukunft. Und Kinder haben da ein sehr genaues Gespür für. Und wir dürfen doch, da müssen wir uns doch alle einig sein, wir dürfen doch nicht akzeptieren, dass Kinder in unserer Gesellschaft keine Chance auf Teilhabe haben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir fragen uns ja derzeit besonders intensiv, was unsere Gesellschaft zusammenhält und was wir für den Zusammenhalt der Gesellschaft tun können. Und wir fragen uns, was diese tiefen Gräben in unser Zusammenleben aktuell reißt. Und es gibt natürlich keine einfache Antwort. Aber die Lebenswirklichkeit dieser Kinder und Jugendlichen, die keine Chance haben, dazuzuhören, ist vielleicht ein Teil einer Antwort. Und auch deshalb dürfen wir Kinderarmut auf keinen Fall akzeptieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um Armut entgegenzuwirken, sind Investitionen in Chancengleichheit, das heißt in Kitas, in Schulen und eine gute materielle Absicherung von Kindern und ihren Familien zwei Seiten einer Medaille. Und das darf man auf keinen Fall gegeneinander stellen. Mir ist es sehr wichtig zu betonen, wir brauchen gute Kitas, wir brauchen gute Schulen und wir brauchen eine gute materielle Absicherung der Familien. Wir Grünen setzen uns schon lange für ein Kita-Qualitätsgesetz ein. Wir setzen uns für mehr Ganztagsschulen ein. Das ist eben auch wichtig, aber es ist eine Seite der Medaille. Und was die materielle Absicherung angeht, es ist doch ein Skandal, dass das Existenzminimum vieler Kinder und Jugendlicher in Deutschland weiterhin nicht gedeckt ist. Kinder werden immer noch wie kleine abgeleitete Erwachsene mit kleinen abgeleiteten Ansprüchen behandelt. Und wir finden, das muss wirklich ein Ende haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt eben auch andere Ungerechtigkeiten in unserer Familienförderung, sozusagen am anderen Ende der Skala. Es kann doch nicht sein, dass Familien mit einem besonders hohen Einkommen über die Kinderfreibeträge mehr von der staatlichen Unterstützung profitieren als Familien mit einem kleinen oder auch Familien mit einem ganz normalen Einkommen. Ich finde, wir finden das total ungerecht. Deshalb wollen wir auch eine Kindergrundsicherung. Eine Kindergrundsicherung, die eben sicherstellt, dass Kinderarmut wirksam bekämpft wird und die aber auch das Matthäus-Prinzip unserer Familienförderung nach dem Motto, dem der hat, dem wird gegeben, tatsächlich beendet. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, abschließend will ich noch
sagen ein paar Worte zum Unterhaltsvorschuss, weil das natürlich auch einen sehr engen Zusammenhang mit Kinderarmut hat. Ich will ganz klar sagen, wir teilen das Anliegen der Bundesregierung, den Unterhaltsvorschuss auszuweiten. Das teilen wir voll und ganz. Das ist überfällig und bringt eine wichtige und richtige Entlastung für Alleinerziehende. Aber ich will auch sagen, es ist ein unglaublicher Vorgang, dass ein vom Kabinett beschlossener Gesetzentwurf nicht ins Plenum eingebracht werden konnte, weil die Bundesländer Sturm laufen, und das tun sie tatsächlich durchaus zu Recht. Wie kann ein Kabinett einen Gesetzentwurf beschließen, wenn die Finanzierung der Leistung überhaupt nicht geklärt ist? Ich finde das unseriös und auch unverantwortlich. Und jetzt erleben wir ein Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund und Ländern auf dem Rücken der Alleinerziehenden. Ich finde, das ist wirklich bitter. Und wir als Grüne, wir wollen, dass das beendet wird. Wir brauchen eine Lösung für die Finanzierungsfrage. Und die kann nicht darin bestehen, den Vorrang von Unterhaltsvorschuss und SGB-II-Leistungen einfach umzudrehen. Wir haben als Grüne Bundestagsfraktion in den Haushaltsberatungen deutlich gemacht, dass man die Mehrkosten auch gut im Bundeshaushalt darstellen kann. Und unsere Aufforderung an die Bundesregierung ist, dem auch zu entsprechen und das nachzuvollziehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist der Kollege Fritz Felgentreu.